Wir sitzen jetzt hier in der Graffiti-Insel und was kann man hier überhaupt machen? Also wir sind von Setch. Wir machen eine Graffiti-Aktion für Kinder. Eigentlich machen wir die Mäppchen, Rucksäcke, Schulranzen und so weiter machen wir für Kinder die Individualisierung. Das heißt, die Kinder können mit ihren Setch-Produkten bei uns vorbeikommen und können da ihren Namen sich drauf malen lassen. In Graffiti-Schrift, in Farben, die können sie sich aussuchen. Das ganze volle Programm. Da haben wir sogar eine Mappe, könnt ihr gleich mal ein bisschen reingucken, wenn ihr wollt. Könnt ihr mal durchblättern, da sind so Beispiele drin. Ja, das da drüben, was mein Kollege gerade macht, das ist ein Workshop. Da können Kids mitmachen und lernen, wie man Graffiti macht, wo das herkommt, wie man eigentlich die Buchstaben ausmalt, wie man die zieht und so weiter. Weil Graffiti, das ist ja auch mit Spray, kann das auch gesundheitsschädlich sein? Auf kurze Distanz jetzt nicht unbedingt, aber ich würde immer vorschlagen beim Sprayen, wenn man größere Wände macht oder allgemein längere Zeit an einer Wand steht, sollte man einen Atemschutz tragen, weil das ist schon mit Treibgas und das ist Lack, das ist nicht unbedingt gesundheitsfördernd. Dann ist es nicht manchmal auch so, dass man Kinder, gerade wenn man die früher schon so heranbringt, dazu verleitet, dass sie vielleicht auch öffentliche Gebäude besprühen können? Genau das wollen wir eben vermeiden. Das heißt, legales Graffiti ist eine Kunstform, illegales Graffiti ist nicht unbedingt eine Kunstform. Beides hat seinen Reiz, aber wenn man von Anfang an lernt, es gibt so wie hier Flächen, Wände, die man sich aufstellen kann, Leinwände oder Flächen wie Hall of Fames, das sind von der Stadt freigegebene Flächen, wo man legal sprühen kann. In der Form, wenn man das da betreibt, ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Okay, dann danke schön. Bitte, bitte.